Ja, guten Morgen, liebe Burenziegen-Leute, liebe Abonnenten und solche, die es noch werden wollen. Also, nachdem das gestern mit dem Ton irgendwie nicht geklappt hatte, gibt es dann heute nochmal ganz was Kurzes. Also, das hier ist die kleine süße Pearl, eine Mischlingsziege und keine Kreuzung zwischen Ziege und Charolais. Die einzigen Kreuzungen, die es gibt, das ist Ziege-Schaf, das geht wohl, aber Ziege-Rind, ne? April, kann ich ja nur sagen. Und darum ging es ja eigentlich gestern. Und ja, die ist schon ziemlich krickelig, die ist jetzt 6 Tage alt. Und ihre Schwester. Wir gucken mal, alle Ziegen von hinten. Ihre Schwester ist hier. Das ist Peggy. Pearl und Peggy. Ja? Ganz dunkle, schöne Burenziege. Und na, Farina? Farina immer hinter mir her. Das ist ja so interessant, ne? Ja, und damit verabschiede ich mich heute von euch. Es gibt am Wochenende ein neues Video, etwas länger. Dann vielleicht auch mal wieder über die Bienen. Und das, was so in der Zwischenzeit passiert ist. Ne, Pearlie? Ich stehe in der Sonne. So, wir sind die anderen. Das ist ja mal so interessant, wenn ich hier mit der Kamera rumlaufe. Das ist ja ganz was Außergewöhnliches. Ja, und ja, ganz kurz noch. In Ostfriesland wird langsam alles grün. Ich stehe jetzt gerade gegen die Sonne, so kann man es besser sehen. Also die Wiesen werden wieder etwas grüner. Und zum Beispiel hier diese Kastanie. Hat wunderbar ausgetrieben, die Blätter sind schon gut zu sehen, auch hier die Blütenansätze, das wird wohl noch, ich schätze mal, eine Woche dauern, dann gehen die auch auf, die wilden Pflaumen blühen, die Kirschen sind kurz vorm Aufgehen und dann also auch die beste Zeit für die Bienen. Mittlerweile habe ich schon die Honigräume aufgesetzt. Ich hoffe, man kann sie mich jetzt verstehen bei dem Gegenwind. Und darüber gibt es dann eben am Ende der Woche ein neues Video. Sonst werdet ihr erschlagen hier von Videos vom Burenziegenmann, oder sollen wir ja auch nicht. Okay, bis dahin. Tschüss, euer Burenziegenmann. Nochmal sorry für die technische Panne gestern, aber das haben wir hiermit korrigiert. Okay, tschüss.